Gut, dann der Kollege Schinnenbog mit einer Nachfrage. Frau Präsidentin, vielen Dank für die Fragemöglichkeit. Der Bundesfinanzminister, haben Sie gerade dargestellt, ist für ein wertabhängiges Modell. Es ist kein Jahr her, dass er Bürgermeister, erster Bürgermeister der Freien Hansestadt Hamburg war. Dort war er für das Gegenteil. Er war dort für ein wertunabhängiges Modell. Können Sie mir erklären, wie dieser Meinungswandel herbeigeführt wurde? Hat es damit zu tun, je nachdem, wo man gerade arbeitet, oder wie wechselt er seine Meinung immer? Also es ist immer gut, wenn ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes dieses Jahr im April gesprochen wurde, wenn man solche Urteile berücksichtigt, auch als Bundesfinanzminister. Und in diesem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, das ich Ihnen wärmstens ans Herz legen möchte, ist ausdrücklich diese Relation gefordert, diese Relation beschrieben in Bezug auf Bundeskompetenz. Und wenn man dieses Urteil dann entsprechend aus unserer Einschätzung nachvollzieht, dann kommt man zu dem wertabhängigen Modell. Und deswegen schlägt der Bundesfinanzminister dieses vor.